Hallo liebe Leute und ein herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 und einen wunderschönen guten Morgen im amerikanischen Outback. Ja, wir haben ein bisschen unseren Rhythmus gewechselt. Wir teilen uns jetzt ja den Morgen zusammen mit der Swapper Agro und wir sind dann auch morgens jetzt 6 Tage für euch da, nicht nur 5. Und ja, deswegen ne, mit meinen Wochenendwünschen und was so alles kam, das war so die Übergangsphase. Jetzt ist es natürlich frisch in den Rhythmus aufgenommen. Ja, und wir sind in Folge 304 übrigens. Und ja, ich fange gerade an, wieder ein, zwei Folgen aufzunehmen. Deswegen gucken wir gerade, wo wir stehen geblieben sind. Hier sind wir stehen geblieben. Wir haben hier das vom Feld geholt. Und ich glaube, das war der einzigste Raps, ne? So, wir müssen mal gucken, was haben wir denn jetzt schon abgeerntet? Wir müssen also jetzt auf jeden Fall sehen, dass wir jetzt mit der Erntemaschine hier auf die 7 kommen. So, damit laufen wir jetzt erstmal rüber. Wir fahren erstmal rüber, das gute Stück hier. Rohr rein, Motor an. Damit werden wir jetzt hier einfach kackfrech über die Stoppeln brettern. Weil unser Feld 7 ist dort vorne und ich möchte hier natürlich möglichst schnell wieder am Start haben, damit wir dann den Abfahrer loswerden können, dass der den ganzen Spaß hier dann weitermacht. Oder dass der halt sich leer fahren kann in der Zeit, wo er das erste Mal schon wieder voll wird. Ja, da vorne sehen wir schon die gute Frucht. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir das Ganze wieder in Gang kriegen. So. Hier einmal ein bisschen durchs Gebüsch geknöselt. Hier ist die originale Auffahrt. Das passt also die Faust aufs Auge. Fahren hier schön vernünftig ran. Ja, okay, das ist ja erste Spur. Mache ich immer lieber ein bisschen überlappen als ein bisschen nichts vernünftig. So, okay. Also der ist wieder am Arbeiten. Er ist dort. Die Sämaschine hier. Die Erntemaschine hier muss leer gemacht werden. Das ist die Frage, wo der passende Kollege ist zum Leermachen. Der passende Kollege hier hat eine Runde Futter geholt und gemacht. Das bringen wir erstmal auf Lager hier. Da steht schon das Güllefass. Also wir sind hier im Mitten drin, statt nur dabei. Ich hatte jetzt halt ein paar Tage nicht aufgenommen, deswegen muss ich jetzt natürlich erstmal ein bisschen mich wieder hier reinfinden. Das ist aber immer so. So, der lädt das schon mal ab. Die Streudünger-Jungs waren alle unterwegs. Und hier steht ein LKW. Hier ist natürlich nur die Frage, hier hinten steht auch der Drescher. Das passt auch schon mal. Die Frage ist, warum ist hier noch ein Streifen über? Okay, dann rennen wir doch mal übers Feld. Ich werde noch ein bisschen schneller rennen. Ja, geht. Er sagte hier nämlich, er wäre fertig. Und ich glaube, man kann auch genauso gut noch in die Richtung fahren. So, dann wenden wir jetzt hier einmal geschwind. So, machen das Ding hier an. Und dann fahren wir mal Richtung den LKW da vorne. Was ja gar nicht schlecht ist, weil da vorne ist auch die Ein- und Ausfahrt fürs nächste Feld. Dann machen wir das auf jeden Fall noch eine Runde mit. Ja, dann können wir auf jeden Fall auch mal eine Runde Soja und sowas ranbringen. Dann schauen wir einfach mal. Aber das läuft schon, so wie es aussieht. Das läuft schon. Ja, ich gebe zu, es ist nicht super viel, aber wie gesagt, wir fahren jetzt. Anstatt mit 27 km/h Richtung LKW, okay, wir hätten natürlich auch den LKW über die Wiese fahren lassen können. Fahren wir jetzt hier halt mit 10 km/h über die Wiese, aber wir kriegen immerhin noch ein bisschen Sonnenblumen dazu. Soja dazu. Jetzt schon wieder Blödsinn. So, gut. Das läuft und ihr seht, da vorne ist nämlich die Einfahrt zu Feld 3. Da setzen wir nämlich gleich rüber. Aber vorher werden wir ihn hier eine Runde leer machen dann. So, da. Ja, die andere Maschine ist auch schon bald voll.
Das heißt, bei vollem Drittel voll. Das heißt, also ich würde echt sagen, wir können ihn jetzt hier leer machen. Dann können wir natürlich auch mit dem LKW beide dann leer machen, weil ja an beiden, also auf beiden Feldern ja Soja gemacht wird. Dann kann der andere Abfahrer schon wieder komplett retour. Sollte dann eigentlich kein Problem sein. So, das ist durch, das raus. Fahre hier einmal den Bogen. So. Machen wir ihn hier leer. So, ihn hatten wir anscheinend schon einmal weggebracht. Deswegen dürfte die Sojaproduktion eigentlich laufen. Und dann müssen wir mal gucken. Es soll ja als nächstes Regen kommen, wie ihr da oben seht. Deswegen müssen wir natürlich jetzt erstmal sehen, dass wir möglichst viel geerntet kriegen. Ne? Das ist jetzt der Hauptpunkt. Ernten, 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 ernten. So, wir fahren hier vorne einmal zwischen den Gebüschen durch. So. Hier hin, wunderbar. Einmal die freundliche Kurve kriegen hier. Das geht auch. So, und auch sofort ansetzen und weiter damit. So. Gut, dann haben wir jetzt hier noch einen Rest Raps. Der kann nach Hause. Und den Abfahrer hier brauchen wir dann nicht unbedingt sofort wieder. So, dann fahren wir erstmal. Kommt hier irgendwas? Ist irgendwas auf der Straße zu sehen? Ne, der fährt hier gerade. Da kommen wir genau hinter lang. Das passt genau. Sehr schön. Also, wieder zurück. Natürlich gucken. Wir haben gerade irgendwo einen Randalebruder an. Das sieht nicht danach aus. Dafür fahre ich gerade wie ein Randalebruder. So, hier mal den Restkram reinmachen. Das dürfte jetzt also an der Rapsernte alles gewesen sein, im Normalfall. So, raus damit. Gucken mal, wie es aussieht überhaupt. 52.000 sind drinne, das ist ein Traum. Läuft doch. So wollen wir das haben. Ja, schön gegen den Pfeiler geschmirgelt. So wollen wir das auch haben. Nee, wollen wir nicht. Und so haben wir es gerade. So. Gut. Wir sollten ihn hier auf jeden Fall wieder runternehmen. Falls wir das nächste Mal hier was anliefern müssen. Muss da nicht unbedingt im Weg stehen, der gute kleine Challenger hier. Wow, ja, muss ich mal an den zackigen Wendepart, muss ich mich echt gewöhnen, muss ich sagen. So, okay, wie sieht das denn jetzt nochmal aus mit den Feldern? Also hier können wir leider auch nichts machen, weil die Wachstumsphase nicht da ist. Und die erste Erntephase wird mit dem Regen zusammenkommen, so wie es aussieht. Also die 2, die 6 und die 8 ist leer. Und da ist auch noch nichts gemacht und noch nichts vorgedüngt und gar nichts. Die Jungs hier müssen jetzt erstmal sehen, dass es beides noch mit dem LKW zu holen, weil es ist beides Soja. Das heißt, was wir jetzt hier machen können, ist hier aussteigen, den nächsten hier einsteigen und mit dem Güllefass eine Runde, mit dem Güllefass eine Runde vordüngen. Das ist jetzt die Idee. Der eine ist fast voll. Da sollte ich auch drauf achten, weil da müssen wir noch erst hinfahren. Aber ich klemme ihn mal hier kurz an. Er ist voll. Ich gucke mal kurz, was hier in der Produktion, ob hier alles da ist. Ob das hier auch weiterläuft. Ja, Treibstoff ist da, Soja ist da. Gülle, das ist alles okay. Alles im vernünftigen Bereich. Deswegen springen wir jetzt mal fix in den LKW. Weil der muss wohl erst den guten drüben leer machen. So. Gucken, hier sieht eine gute Lücke aus. Hier fahren wir raus.
Mit dem werden wir jetzt eine Runde pendeln. Das heißt, ich werde jetzt, da es von der Richtung her gut passt jetzt, sind wir ungefähr so um die 50-60% Unterschied in der Füllung der Tanks bei den jeweiligen Geräten. Und deswegen kann ich jetzt hier schön rauffahren, ihn hier leer machen. Und dann kann ich ihn zur anderen Seite hinfahren, dann kann er ihn leer machen und hat er keinen Stress mit. So, er dürfte jetzt hier gleich voll sein mit dem Rohr auf der richtigen Seite. Und dann werde ich auch dann gleich wieder zurückfahren zu Feld 3. Ihr seht, dass die Einfahrten auch genau an der richtigen Stelle sind. Obwohl diese hat sogar auf beiden Seiten Ein- und Ausfahrt. So, hier haben wir jetzt schon die nächste Ladung Soja. Das dürfte nicht gerade wenig sein. Weil der Tank von ihm hier ist so klein gar nicht. Und dann, wenn er das hier fertig hat, dann werden wir gleich zur 3 rüberfahren, ihn da hinstellen. Weil das ist der, der als nächstes dran ist. Und dann werden wir erstmal sehen, dass wir ein paar Felder gedüngt kriegen mit unserer Gülle. Gucken, wie wir wieder noch so rausholen können oder was wir noch bei den Tieren wegholen können. Das können wir beim Abpumpen hier mal gucken. Was haben die Tiere dann noch? Jo, die Güllegruben sehen gut aus. Das sind auch nochmal 50.000, die da drin sind. Das werden wir dann direkt bei den Tieren wegholen. Das ist gut. Da machen wir. Und füllen das dann mit Lagerbeständen auf. So, gut. Ne, er soll gar nicht mitfahren und miternten. Das ist gar nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Wir machen jetzt hier die Klappe zu. Fahren mit unserem original zugehörigen Truck. Aber mit dem importierten Hänger wieder zurück. Weil mit dem fahren wir jetzt zur 3. Eieiei, jetzt geht's zur 3. Fahr die paar Meter hier rum, weil da vorne die originalen Auffahrt nicht so weit weg ist. So. Aber der ist noch nicht so super voll, weil der ist bei 57%. So, gut, hier stehen wir richtig. Dann sind wir jetzt bei dem hier auf jeden Fall richtig, weil er muss jetzt hier eine Runde die Felder vordüngen. So simpel ist das Ganze. Und wir fangen mit der 2 an und dann geht es zur 6. Sie ist auch schon komplett leer. Da können wir schon locker beigehen. Wenn mir das Ganze einigermaßen zügig geht, werde ich jetzt auch nochmal vorher einmal durchskippen und werde den guten Streudünger, den haben wir extra hier mit, ne? Hier eine Runde nehmen und mit dem werden wir jetzt zum Feld hier vorne fahren. Wir werden mit Gülle auf jeden Fall die Felder auf dieser Seite der Bahn dementsprechend vorarbeiten und mit dem Streudünger diese hier. Und da hier schon komplett das Ganze fertig ist, so. Gucken, ob er jetzt aber hier so starten will. Ne, will er nicht. Dann fahren wir erstmal los und nach ein paar Metern will er dann doch leichter. So, okay, dann düngen wir das hier nämlich dann schon mal mit Streu vor. Macht man natürlich im Normalfall nicht. Er steht hier an einem fast frisch geernteten. Das heißt, den könnten wir, also an einem fast frisch zu erntenden, so muss man es sagen. Weil noch ist es hier gar nicht so weit. Aber ihn können wir jetzt auf jeden Fall schon mal rüberfahren hier. Und mal zur Seite stellen. So, hier passen wir schön zwischendurch, dass der hier auch mal auf seinen originalen Parkplatz kommt. So. So, dann steht er auch vernünftig. Wie gesagt, die Produktion und sowas ist jetzt momentan alles eher so, ne? Weil wir müssen sehen, dass wir, bevor es anfängt zu regnen, hier möglichst viel Klatschschiff haben in unserem Spaß. Jetzt wird hier gut gewackelt, weil ihr seht, ich entfalte das Monster. Und das ist eine Arbeitsbreite. So. Gut. Und los damit.
Machen wir jetzt hier gerade einen kleinen Seitenstreifen, was ich nicht wollte. So, das haben wir schon mal korrigiert. Dann können wir den Spaß hier schon mal gleich eine Runde füllen. Das werden wir dann mit der 6 und mit der 3 auch machen. Da kommt auf jeden Fall auch Gülle drauf. So. Einmal aus. Einmal rum. Mal rum. Ja, muss man erst sehen, dass man das gerade gezogen kriegt, einigermaßen. Ja, aber während ich das hier gerade ziehe, sind wir auch leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Sagt dann vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen oder ein Abo wäre auch super. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, recht herzlich für die Unterstützung. Und sagt dann einfach bis zum nächsten Mal.